Kein Wenn und Aber, jetzt spring doch. Der Lehrer ist ja voll streng. Ja, er ist echt streng. Wenn man etwas nicht macht, was ihm, ja, was ihm nicht passt, dann du kriegst wirklich Ärger. Oder zum Beispiel, wenn du etwas nicht machst, was er will, da kriegt er wirklich einen Wutanfall. Aber bei mir seid ihr sicher. Außerdem könnt ihr auch ein paar Mal vorbeischauen. Also bei mir. Ihr wisst ja, glaube ich, wo Flower wohnt, oder? Ja, wir haben die Adresse von Flower. Warum liege ich denn hier? Ich muss jetzt weg, weil wir haben die Mama. Außerdem habe ich Hunger und hab Durst. Ich muss nach Hause. Ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Mir ist kalt. Ist bei Ihnen alles gut? Ja, ich denke nur an Flower. Sie fehlt mir wirklich. Verstehen. Ja, ihr könnt ja erst mal anzugucken, wie das die andere macht. Jetzt du. Aber ich kann doch nicht. Doch, kannst du. Das ist ja voll kalt. Ich kann hier kaum stehen. Ja, ich springe ja schon. Du bist die Letzte. Na los, spring. Aber muss ich? Ich will nicht. Warum? Du kannst auch wieder zu den Babys gehen. Entweder bleibst du bei meinem Kurs oder gehst in den anderen. Ich gehe in den anderen. Na geh, du Baby. Kann ich zu euch? Natürlich, komm rein. Okay, bei mir müsst ihr nichts machen. Ihr sollt zwar schwimmen lernen, aber nicht auf harten Druck. Ich musste schwimmen auch auf harten Druck lernen. Deswegen werde ich euch das nicht beibringen. Ja, schwimmen soll Spaß machen und nicht irgendwie ein Zwingending sein. Ja, genau. Ach, ein Kaffee wäre echt toll. Sunny, hallo Sunny. Sunny, wollen wir jetzt den Kaffee und Cupcake und so zusammen? Okay, dann los. Ja. Wir sind doch auch noch Freunde, oder? Ja, natürlich. Warum? Ja, nur so. Okay. Ladies first. Danke. Guten Tag, was darf's denn sein? Was gibt's denn? Ja, leider gar nichts mehr. Warum denn? Naja, die Ware ist ausverkauft. Ja. Oh, wie blöd. Ja, blöd. Dafür können wir ja nichts. Natürlich, aber es ist schon ungünstig, keine Ware zu haben. Ich meine, es ist ein Schwimmbad. Ja, aber auch nein. Ich bin nur ein Kaffeebesitzer, der eigentlich hier nicht zum Schwimmbad gehört. Also grundsätzlich gibt's hier nicht gar nichts. Gar nicht. Oh Mann. Ja, Sie haben auch zu viel Kaffee getrunken. Nein, ich trinke keinen Kaffee. Aha. So, wie viel haben wir von euch? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Leute, die kommen jetzt, 2 Freiwillige kommen jetzt gleich neben mich. 2 Freiwillige. Oder ich muss welche aussuchen. Gut, da sich niemand meldet, kann das nicht mehr ansehen. Oh, Bailey, du musst doch auch mal verstehen, die Kinder haben Angst. Das ist hier Schwimmunterricht. Der Schwimmunterricht soll Spaß machen und keine Zwinggeschichte sein. Was werden dann die Kinder später machen, wenn sie groß sind? Werden sie dann vielleicht niemals schwimmen gehen? Den Kindern muss man Respekt zeigen. Und diese sollten auch Respekt vor mir und anderen haben. Meine, wozu sind sie da? Einfach nur im Planschbecken zu spielen oder was? Das kann man auch anders machen. Schwimmen kann man auch anders beibringen und nicht auf eine harte Art. Du weißt doch gar nicht, worüber du redest. Und du weißt auch gar nicht, worüber du redest. Ich bin ein paar Jahre mehr hier im Schwimmbetrieb als du. Und du hast weniger Erfahrung. Du musst streng sein. Nur so kann man etwas lernen. Man muss es auch manchmal auf die leichte Art machen. Oh Mann, es tut mir wirklich leid, Kinder. Aber wir sollten wirklich mit unserem Programm weitermachen. Ja, wollen wir ein bisschen tauchen spielen? So? Ich lege einen Ring rein oder irgendwas anderes und ihr müsst es hochholen. Oh ja, das macht Spaß. Das mache ich auch immer im Planschbecken. Na, siehst du, geht. Ja, gut, dann hole ich kurz was, ja? Wartet einfach hier. Brownie? Sunny? Was macht ihr denn hier? Hallo, Mutter von Flower. Ich heiße nicht Mutter von Flower. Nennen Sie mich doch einfach Frau. Dann nennen Sie mich einfach nur Sunny. Heißt du auch Sunny? Ja. Aber ich werde mit IE geschrieben. Okay, eine Schreibwendung, die ich noch nie gehört habe. Ja, es sollte was Außergewöhnliches sein. Dürfte ich fragen, was ich hier so... Wir gehen mit unserer Klasse schwimmen. Ach so, deswegen... Ja. Macht Sinn. Ach, tut mir leid. Ich wollte nur ein paar Schwimmringe holen und so, ne? Bis dann. Tschüss. Tschüss. Okay, dann du dahin. Ich will nicht. Doch, aber du bist jetzt dran. Also, los. Ich stellt euch bitte da an die Wand. Ja, schwimmt dann bis zur anderen Bahn. Wenn ihr Platz macht, kann man wenigstens sagen. Gut, los.
Erst zwei. Und die anderen, immer weiter. So, du und du. Und du kannst alleine schwimmen. Was, ich alleine? Nein. Könnt ihr euch schon mal nach oben stellen, ja. Das ist ja der Lehrer des Grauen. Oder noch schlimmer. Er ist echt schlimm. Oh, mir ist kalt. Mir auch. So, jetzt die anderen. Los, los, los. Ich habe gesagt zu zweit, aber gut, dann schwimmt jeder zweimal. Und jetzt nochmal, nochmal. Ja und ja. Und jetzt wieder raus. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich kann nicht. Hast du gerade ernsthaft gesagt, dass du nicht mehr schwimmen kannst? Weil wenn ich nicht mehr kann, dann kann ich nicht. So, ich habe alles. Ich habe einen kleinen Stein gefunden. Der sollte auch reichen. Ein Schwimmstein. Ein echter. Bailey, jetzt reicht es. Du kannst die Kinder nicht überfordern. Sunny, warum haben sie eine Bronze? Oder noch höhere, vielleicht sogar Gold oder so? Es sind Kinder. Wenn die vielleicht noch größer sind, dann ist es okay. Dann kannst du mit denen rumschreiten, was du willst. Aber du kannst auch nicht jedes verlangen. Du kannst nicht jede Abteilung von einem Kind verlangen. Ach ja? Ach ja, das kann ich nicht. Ich kann's. Aber diese blöden Viecher können es nicht. Wenn es so ist, wenn du... Ich verstehe es einfach nicht. Deine Freundin bloß wüsste, wie du mit Kindern umgehst. Ja und? Die arbeitet auch ganz woanders. Die wird es nicht interessieren. Gut. Dann sei einfach leise, okay? Ich möchte hier mit meinen Kindern üben. Und du? Ich würde am besten alle übernehmen. Bist du? Dann übernehmen alle. Gut. Das war eine dumme Entscheidung. Okay, Kinder. Wir machen jetzt alle etwas zusammen. Und alle... Und ja, was alle können. Hat sie doch nicht mehr. Du weißt, du Schoko, du bist... Wie mehr als nur ein Freund und als Lehrer. Du bist wirklich sehr toll. Danke, du. Das gebe ich nur zurück. Und, ja, wollen wir vielleicht mal ins Kino oder so gehen? Oder einfach nur ein schöner Spaziergang oder so machen? Gerne. Ja. Wow. Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Wollen wir in den Transport? Da können wir ein bisschen reden und haben dort auch unsere Ruhe. Okay, oh, ja, wirklich. Mir ist wirklich sehr kalt. Aber warte, hast du nicht auch noch eine Klasse? Ja, aber die ist gut in guten Händen. Oh, schnell rein. Oh, yeah. Wir wissen alle gar nicht, wie man schwimmen lernt. Okay, Kinder, wir können jetzt schwimmen. Und gehen das ganz sanft heran. Und ja, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich bin für euch da und helfe euch gerne. Oh, ist echt wirklich kalt, vor allem in der Halle. Oh. Ja. Wollen wir anfangen? Ja. Super, dann fangen wir mal an. Wer traut sich, den Stein von da unten zu holen? Ich! Dann fang an.